Ja, hallo, mein Name ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Hamburg, bin in der Nähe von München. Diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Mein Angebot, was schon einige tausend Menschen genutzt haben, findest du auf liebestimmt.de. Schau dir das gerne mal an. Jetzt zum Anfang Mai geht auch wieder Selbstliebe-Challenge los und die Manifestations-Challenge für die Menschen, die spirituell interessiert sind. Ganz handfeste Tipps, wie du das mal ausprobieren kannst, dieses Thema für dich. Super cool. Schau dir das mal an. Ja, heute wollen wir uns mal folgendes Thema drehen. Ja, und zwar heute ist das Thema eigene narzisstische Anteile entdecken. Wie gesagt, wenn ihr das Wort narzisstisch, ist ja so ein Bang-Wort, kommt man nicht drum rum. Man kann das auch gut ersetzen mit Ego. Ja, im Grunde genommen hat Narzissmus ganz viel mit dem eigenen Ego zu tun, also diesen Identifikationen, die wir haben mit bestimmten Rollen. Und ja, das Ego, gut, das haben wir brauchen das teilweise auch in dieser Welt, aber wir sind halt viel zu stark dominiert vom Ego, es sitzt zu sehr auf dem Fahrersitz. Und das Ego will halt immer gewinnen, besser sein, cooler sein als andere, oder wenn es nicht cooler und besser sein kann, ist das Ego auch ja, verantwortlich dafür, dass wir uns total klein machen. Dann kann man sich wenigstens, weiß nicht, selbst fertig machen mit, wie klein man ist und wie dumm und wie blöd und wie cooler die anderen sind. Also es geht eigentlich immer um besser, schlechter, größer, kleiner. Aber es geht eben nie um die Einheit, die wir eigentlich brauchen als Menschen, ne? Die wir aber nur in unserem freien Bewusstsein haben können. Und ja, aber gut, wir arbeiten alle dran und ich habe immer wieder Fragen auch zum Thema, ja, habe ich selber nicht narzisstische Anteile und ja, also jeder von uns hat narzisstische Anteile, das ist wirklich so ein schwieriges Wort, irgendwie ist es auch gut, weil jeder von uns hat Ego-Anteile, ne? Jeder von uns will mal der Coolste sein und wenn wir da liebevoll mit uns selber umgehen können und auch unser Ego irgendwo lieben können und ja, in unserer Bewusstsein arbeiten, ist das auch alles okay. Und ich finde das gut, wenn Menschen sagen, weil wir haben so viel Fingerpointing auch in dieser Narzissensphäre, die es da im Internet gibt, sage ich mal, das ist natürlich so viel Fingerpointing, immer sind die anderen schuld. Und ja, natürlich gibt es Partner, die wirklich absolut haarsträubende Sachen machen, aber ich bin mal für einen Ausgleich. Ne? Ich finde, dann sollte man auch gucken, mache ich nicht manchmal auch haarsträubende Sachen und wenn es nur haarsträubend co-abhängig ist irgendwie oder haarsträubend sich zu lang drehen, um diese ganzen Thematiken zu lang um einen Partner drehen, der mir einfach nicht gut getan hat. So. Ja, da muss man auch bei sich selbst gucken. So. Aber wir wollen mal auf diese Frage ein bisschen genauer eingehen und ich finde, die hat so zwei Implikationen. Die hat einmal, kann so eine ganz co-abhängige Frage sein mit, ja, mein Ex hat immer gesagt, Ex mit narzisstischen Anteilen hat immer gesagt, ich bin der Narzisst, ist das vielleicht so? Also es kann sehr co-abhängigen Anteil haben mit, ich habe, wenn man eine Beziehung, wo man eigentlich außer, dass man einfach keine fucking Grenzen gesetzt hat, keine fucking Standards hatte, vielleicht gar nicht viel gemacht hat und man kriegt so im Rahmen der Schuldumkehr, kriegt man die ganze Schuld und man überlegt, ist da was dran und man hat vielleicht sowieso schon eine Historie von immer die Schuld von anderen übernehmen, immer die Schuld bei sich suchen. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Dann wäre es wirklich dieses Selbstsabotierende, selbst klein machen, seine eigene Größe nicht sehen und so weiter. Auf der anderen Seite, ja, wir haben alle narzisstische Anteile und da mal bei sich zu gucken, ist, glaube ich, eine super gute Idee, weil, ja, also das hat ja viel mit Ego zu tun und das Ego hat ganz viel mit Unbewusstsein zu tun und man sieht die manchmal nicht. Ne? Und ich finde zum Beispiel, dass auch diese ganze Idee, ich könnte meinen Ex retten, hat auch so eine gewisse Art, auch einen narzisstischen Aspekt. So, ne? Also ich halte mich für so cool und schlau, meine Liebe für so golden und durchdringend, dass ich diesen Menschen, den scheinbar noch keiner retten konnte, ne? So bisher, also was weiß ich, wenn ich den kennenlerne und der ist 50 und der war schon in X-Beziehung, der hat schon X dies gemacht, X jenes gemacht und ich denke jetzt, ich komme daher und ich kann ihn retten
hat, wenn man so will, auch einen narzisstischen Anteil, so, ne? Auch einen Anteil, dass ich, ja, vielleicht mich an bestimmten Punkten selber runterputze, aber an anderen Punkten vielleicht auch denke, ich bin was ganz Besonderes. Ich finde, es ist manchmal auch in diesem, ich bin so ganz besonders, also die anderen sind alle ganz narzisstisch, aber ich bin Mutter-Teresa-Komplex-mäßig, ich bin genau das Gegenteil, ich bin überempathisch, übersensibel, hochsensibel. Natürlich, es gibt Hochsensibilität, aber auch der Begriff wird ja sehr breit genutzt. Und manchmal heißt ja auch so eine schräge Art auch, ich bin was ganz Besonderes und ich muss ganz besonders behandelt werden. Und das sind ehrlich gesagt schon wieder Attribute, die man beim Menschen mit narzisstischen Anteilen auch so sehen würde. Ne? Oh, es kommt wieder Katzenhausen hier. Okay. Ah, kein Video mehr oder Katzen hier. So. Ich auch mal hinlegen würde dann, ne? Das kann jetzt noch Stunden dauern. ja. Ah, okay. Jetzt kommen wir an der Sache schon näher hier. Ja, also dann muss man auch mal überlegen, mache ich mich jetzt zu so einer, gucke auf andere runter und sage, ja, die sind, was weiß ich, all diese Menschen sind narzisstisch, auch mit so einer Abwertung irgendwie, weil es kann ja sein, dass die narzisstisch waren, mag sein, aber ja, Himmel, trotzdem sind es Menschen und sind in ihrer eigenen Unbewusstheit gefangen. Ich muss mich da eigentlich mit auseinandersetzen oder kann mich abgrenzen oder kann sonst was machen so. Aber ist das wirklich jetzt so hochwertig, wenn ich mich da drüber stelle und sage, ja, ich habe Heiligenschein, ich bin eigentlich so ein Übermensch und ich bin so der Ober-Hyper-Empath und kann und hab's, weiß ich nicht, hab's so drauf, dass ich auf andere runtergucken kann, ist ehrlich gesagt genauso viel Ego, ne? Macht sein, dass man vielleicht mit dieser Haltung nicht so viel anrichtet, irgendwie, wie Leute, die so, weiß ich nicht, offen narzisstisch sind, das mag schon sein, irgendwie, ne? Aber trotzdem ist es auch nicht bewusst, irgendwie, weil, mein Gott, wir wühlen uns hier alle durch und ja, man war ja auch häufig mal in diesen Beziehungen viel zu lang drin, ne? Natürlich hat man vielleicht grässliche Sachen erlebt, will ich gar nicht abstreiten, aber wie gesagt, also mir ist das wirklich wichtig, weil ich das immer mehr sehe, dass es ist manchmal nicht so einfach, ne? Dass der eine nur böse war und der andere nur lieb. Das ist auch eine Story, ne? Das ist auch ein Narrativ, mit dem man sich das manchmal echt ziemlich einfach macht, eine Menge Klicks kriegt, ja, aber trotzdem verbleibt man in dieser Täter-Opferspirale. Und also ich würde wirklich sagen, überall, wo immer nur eine Seite schuld ist, egal welche Seite, da herrscht noch verdammt viel Unbewusstheit, meine Meinung zumindest. Und ja, freue mich echt, ich sehe da in meinen neuen Kursstarts. Ansonsten gibt es immer noch diese beiden neuen Kurse, Wohlfühl-Challenge und Jenseits von Ego, Angst und Narzissmus, wo man einsteigen kann, zum Frühbucherpreis noch. So, und dann gibt es ja noch die virtuelle Lesung. Am 23. Mai findest du auch auf liebeschiff.de. So, jetzt aber, wir werden uns bald wiedersehen. Ich versuche das mal zu stoppen.